Hallo Yogi-Freunde, ich bin's wieder, euer Dirk, und heute lasse ich mal meine Fäuste sprechen. Ich zeige euch meinen Obelisk, der Peiniger-Deck. Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. 2022 stand ganz im Jahr der ägyptischen Götterkarten, allein schon wegen der Tins, die wir dieses Jahr bekommen haben, beziehungsweise der dritten Tin, die wir bekommen haben, um den Millenniumsstein zumindest von der Optik her zusammenzusetzen und zu vervollständigen. Und dementsprechend haben wir auch weiteren Support für die ägyptischen Götterkarten bekommen, nachdem wir auch schon Obelisk bzw. Slifer und Ra gesehen haben, mehr oder weniger. Zumindest das letzte Deckprofil von mir war ja vorher den geflügelten Drachen von Ra. Habe ich jetzt nochmal mir den Obelisk, den Peiniger, geschnappt, denn der hat auch noch ein paar sehr interessante und starke Karten für sich bekommen, mit denen wir halt ordentlich Schaden drücken können bzw. ordentlich aufräumen können. Deswegen stelle ich euch jetzt mal mein Obelisk, der Peiniger-Deck, vor. Grundsätzlich für, ja, sag ich mal, Einsteigerspieler eigentlich ein sehr gut geeignetes Deck, weil das halt relativ einfach zu spielen ist. Man kann auch mit einem etwas geringeren Geldbeutel sich aber durchaus ein sehr, sehr gutes Deck zusammenbasteln. Einzige Ausnahme wird wahrscheinlich sein der ägyptische Götterschleim, aber da wird mit Sicherheit nochmal irgendwann ein Reprint kommen, wodurch er dann ein bisschen günstiger und auch dann bezahlbarer wird. Man muss ihn auch nicht unbedingt spielen, dazu aber dann gleich nochmal im Laufe des Deckprofils noch ein bisschen mehr, was so potenzielle Optionen sind, wie man das Deck vielleicht noch ein bisschen anders spielen kann. Fangen wir aber natürlich erstmal mit dem Main Deck an, und natürlich ist die wichtigste Karte hier an der Stelle natürlich unser Bossmonster Obelisk, der Peiniger, den ich auch hier auch in dreifacher Ausführung spiele. Zu Obelisk der Peiniger kann man sagen, er ist meiner Meinung nach so der spielstärkste bzw. der einfachste zu spielende ägyptische Gott, weil er die wenigsten Nachteile mit sich bringt. Denn auch hier haben wir mit Obelisk dem Peiniger eines der drei ägyptischen Göttermonster, die wir halt nur dann als Tributbeschwörung beschwören können, indem wir drei Monster als Tribut anbieten. Die Vorteile, die Obelisk mit sich bringt, ist erstmal per se, dass man die Beschwörung von Obelisk der Peiniger nicht annullieren kann. Hinzu kommt, dass man auf die Beschwörung von Obelisk der Peiniger keine Karte und Effekte aktivieren darf. Das heißt, eine Karte wie reißender Tribut oder bodenlose Fallgrube funktioniert nicht gegen einen Obelisk der Peiniger, beziehungsweise auch andere Karten, die man tendenziell vielleicht auf die Beschwörung eines Monsters aktivieren wollen würde, fallen einfach mal raus, und der Gegner ist dadurch halt gezwungen, ein bisschen zu warten, bis er halt reagieren kann auf unseren ägyptischen Gott. Zusätzlich bringt Obelisk noch einen kleinen netten Schutzeffekt mit sich, denn Obelisk der Peiniger kann per se erstmal nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden, was schon mal ein ziemlich wichtiger Schutzeffekt ist, denn gerade zielende Effekte können gerne mal ein kleines Problem darstellen und werden auch teilweise wieder ein bisschen populärer. Von daher haben wir hier mit Obelisk dem Peiniger einen sehr guten Defensivschutz nochmal vor Problemkarten. Aber Obelisk hat noch einen weiteren Effekt, denn wir können zwei Monster als Tribut anbieten, also zwei andere Monster als Tribut anbieten, und zerstören dann alle gegnerischen Monster auf dem Spielfeld, was schon ziemlich frech und ziemlich mächtig sein kann. Gerade wenn der Gegner schon es geschafft hat, sich ein größeres Feld aufzubauen, dann kann das natürlich sehr, sehr wehtun, das Feld aufzuräumen. Wesentlicher Nachteil bei der ganzen Geschichte ist, wenn wir diesen Effekt nutzen, darf Obelisk für den Rest des Spielzuges nicht mehr angreifen. Was aber vollkommen in Ordnung ist, weil das wäre sonst ein bisschen sehr krass, wenn ich mit einem 4000er Monster, nachdem ich das Feld aufgeräumt habe, auch noch direkt angreifen dürfte für 4000 Punkte. Das tut schon ordentlich weh, aber wir haben hier mit dem ganzen Support, den wir bekommen haben, auch ein paar Möglichkeiten, das Ganze zu umgehen. Eine Sache sei noch gesagt: Obelisk der Peiniger kann als einer von zwei ägyptischen Göttern neben Slifer dem Himmelsdrachen auch als Spezialbeschwörung beschworen werden. Allerdings muss er dann während der Endphase auf den Friedhof gelegt werden. Das sollte man auch noch berücksichtigen bei ein paar der Karten, mit denen wir auch Obelisk durchaus vom Friedhof wieder auf das Spielfeld beordern. Ja, um uns die Beschwörung ein bisschen einfacher zu machen für unseren ägyptischen Gott, habe ich auf ein paar Karten zurückgegriffen, die sich entweder selber in mehrfacher Kopie beschwören können, wie zum Beispiel Ra's Schüler, oder die in der Lage sind, ja, mehrere Monster möglichst einfach auf das Spielfeld zu bringen. Ra's Schüler ist so eine der populärsten Varianten, mit dem wir drei Monster auf das Spielfeld bringen können, um halt das nötige Tributmaterial für die Normalbeschwörung unseres ägyptischen Göttermonsters zu bekommen. Muss halt bedenken, wenn wir Ra's Schüler benutzen, dass wir natürlich einen weiteren Effekt brauchen, mit dem wir auch eine zusätzliche Normalbeschwörung zur Tributbeschwörung bekommen, damit wir auch unseren ägyptischen Gott rufen können. Hier gibt es ein paar kleine Tricks, wie man das Ganze mehr oder weniger umgehen kann. Man kann zum Beispiel Ra's Schüler in Kombination mit der verfluchten Hexe kombinieren.
Denn sie ist in der Lage, als Schnelleffekt während des gegnerischen Spielzuges sich als Tribut anzubieten, um eine Level 4 Fee zu beschwören. Und da natürlich Ra's Schüler gerade passenderweise ein Feenmonster ist, wäre er natürlich ein optimales Ziel. Allerdings sollte man auch berücksichtigen, dass man natürlich auch dann eine Karte wie die Seelenkreuzung parat halten sollte, um auch während des gegnerischen Spielzuges noch die Tributbeschwörung durchbringen zu können. Von daher, Ra's Schüler, eine der wenigen guten Optionen, mit der wir halt möglichst schnell ein Tributfutter bekommen, unter der Voraussetzung, dass wir halt die zusätzliche Tributbeschwörung haben. Hier habe ich ein paar Optionen, die ich euch dann gleich nochmal ein bisschen näher aufzeigen möchte. Die zweite Karte, mit der man relativ einfach das benötigte Tributmaterial auf das Spielfeld bekommt, ist der gute alte Reaktorschleim. Er ist in der Lage, zwei Spielmarken zu beschwören. Allerdings dürfen wir dann für den Rest des Spielzuges keine weiteren Monster als Spezialbeschwörungen beschwören, außer einem göttlichen Ungeheuermonster. Was aber auch unser Primärziel sein sollte, Obelisk zu beschwören, was halt schon ja, eigentlich unser beliebtes Ziel sein sollte. Aber der Reaktorschleim hat noch einen zweiten interessanten Effekt, den man auch nicht vernachlässigen sollte, denn Reaktorschleim kann sich während der Battle-Phase als Schnelleffekt als Tribut anbieten und dann einen metallisch reflektierenden Schleim, die Fallenkarte, zu der ich auch gleich nochmal komme, direkt von der Hand, dem Deck oder dem Friedhof setzen, was natürlich ziemlich gut ist, weil wir zusätzlich diese Karte sogar noch im gleichen Spielzug aktivieren dürfen. Sollte halt nur aufpassen, man kann halt nicht beide Effekte vom Reaktorschleim im gleichen Spielzug benutzen, denn wie gesagt, der erste Effekt verhindert die Spezialbeschwörung anderer Monster für den Rest des Spielzuges, außer göttlichen Ungeheuern. Deswegen muss man hier das Ganze ein bisschen sinnvoller nutzen, ob man lieber erst die beiden Spielmarken haben möchte und dann im gegnerischen Spielzug über die Seelenkreuzung halt zuschlägt oder ob man lieber den Effekt von Reaktorschleim dafür benutzt, den metallisch reflektierenden Schleim zu suchen bzw. auf das Spielfeld zu legen und zu aktivieren, um dann auf den ägyptischen Götterschleim zu wechseln. Also von daher, da müsst ihr halt dann gucken, wie das gerade von der Situation her für euch am besten passt. Ja, wo wir gerade schon bei Schleim sind, da mache ich doch einfach direkt mal mit dem Wächterschleim weiter, den nicht unbedingt jeder in seinem Deckbild, zumindest von denen ich gesehen habe, spielt. Da gibt es ein paar andere Optionen, die man halt nutzen kann. Ich für meinen Teil finde den Wächterschleim aber insofern eine ziemlich gute Option, als dass ich halt über ihn halt auch den ägyptischen Götterschleim beschwören kann, indem ich ihn einfach als Tribut anbiete, denn er erfüllt die nötigen Bedingungen dafür. Ich kann zwar den Sucheffekt für den Wächterschleim nicht benutzen, denn er sucht ausschließlich Karten, die den geflügelten Drachen von Ra im Text erwähnen, aber mit seinem Kampfeffekt, der besagt, dass er die Angriffspunkte des gegnerischen Monsters als Verteidigungspunkte während der Schadensberechnung bekommt, ist er wirklich eine sehr, sehr gute Verteidigungskarte. Vor allem, weil er sich auch während des gegnerischen Spiels generell spezial beschwören kann, sobald wir Kampfschaden erhalten. Das heißt, falls der Gegner einen Großangriff planen sollte, haben wir immer noch eine Defensive in der Hinterhand, die der Gegner dann im Zweifelsfall in der Battlephase noch mit Effekten erstmal entsorgen müsste, bevor er uns dann weiter direkt angreifen darf. Von daher, Wächterschleim eine sehr valide Option, wie ich finde, die man aber auch nicht unbedingt spielen muss an der Stelle. Eine weitere interessante Tech-Karte und auch das letzte Monster, was ich in meinem Main-Deck spiele, ist dreimal der kosmische Kompass. Der klingt zu Beginn erstmal ein bisschen sehr merkwürdig, insbesondere weil er auch eine sehr hohe Abhängigkeit zum Gegner hat, aber das macht einen gewissen Charme an ihm aus. Denn kosmischer Kompass, wenn er als Normalbeschwörung beschworen wird, beschwört Kompass-Spielmarken in Höhe der Anzahl der gegnerischen Monster. Das heißt, je mehr Monster der Gegner hat, desto mehr Spielmarken können wir beschwören. Was schon ziemlich witzig sein kann, denn im besten Falle können wir sogar bis zu 4 Spielmarken beschwören, die wir nicht nur als Tribut anbieten können für eine Tributbeschwörung für unseren Obelisken, denn die Einschränkung haben wir hier tatsächlich gar nicht. Im Zweifelsfalle können wir auch auf ein paar interessante Linkmonster wechseln und so noch ein bisschen hochklettern zu größeren Linkmonstern. Also die Option kann man sich auch frei halten. Wesentlicher Nachteil bei der Karte ist, sie muss halt als Normalbeschwörung beschworen werden. Bei einer Spezialbeschwörung funktioniert dieser Effekt leider nicht, was ein bisschen schade ist. Aber sonst wäre die Karte auch ein bisschen sehr gut, weil sie auch keinen Once-per-Turn-Effekt hat. Das heißt, wenn wir sogar ein Deck hätten, wo wir mehrere Normalbeschwörungen durchführen könnten, dann könnten wir auch den kosmischen Kompass sogar eine beliebige Anzahl mal pro Spielzug benutzen. Das ist schon ziemlich frech. Alternative Optionen, die ihr spielen könnt, statt Karten wie kosmischer Kompass oder auch den Wächterschleim, sind zum Beispiel eine kleine flinke Engine aus flinker Biber beispielsweise. Oder was auch gerne gespielt wird, ist der flinke Momonga. Aber hier seid ihr auch ein bisschen selbst euch überlassen, welche dieser Beschwörungsoptionen ihr benutzen wollt für euren Deckbau. Dann machen wir mal weiter mit den Zauberkarten. Und die erste Zauberkarte, die eine sehr wichtige Schlüsselrolle in diesem Deck spielt und auch eigentlich immer spielen wird, gerade in jedem ägyptischen Götterdeck, würde ich mal behaupten, ist die Karte Seelenkreuzung. Denn und mit ihr haben wir die Möglichkeit, nicht nur unsere Monster
für die Tributbeschwörung eines ägyptischen Gottes zu verwenden. Nein, wir dürfen auch gegnerische Monster benutzen. Insbesondere das Coole an der Seelenkreuzung ist, dass wir auch unberührte Monster mit dieser Karte loswerden können, weil die Seelenkreuzung uns eine weitere Tributbeschwörung erlaubt und die Monster nicht durch einen Effekt berührt. Das heißt, wir haben auch hier die Möglichkeit, nicht zielbare Monster, nicht zerstörbare Monster oder sogar unberührte Monster als Tribut anzubieten, um halt eines unserer drei ägyptischen Götter, falls wir halt mit einem der anderen Götter spielen wollen würden, zu opfern. Ist schon ziemlich gut, allerdings muss man auch den wesentlichen Nachteil dieser Karte ganz klar hervorheben, und das kann man auch sehr schnell mal vergessen, dass nachdem wir diesen Effekt benutzt haben, um gegnerische Monster als Tribut anzubieten, wir für den Rest des Spielzuges nur noch eine Karte oder einen Effekt benutzen dürfen, solange es halt kein Effekt einer ägyptischen Götterkarte ist. Also von daher, da muss man ein bisschen aufpassen, aber die wesentlichen Vorteile dieser Karte, dass wir bis zu drei gegnerische Monster entsorgen dürfen, sind absolut nicht zu verachten. Auch wichtig hierbei ist, ihr müsst nicht drei gegnerische Monster als Tribut anbieten, sondern könnt auch ein oder zwei eurer Monster als Tribut anbieten und dann das fehlende oder die fehlenden Monster von der gegnerischen Spielfeldseite nehmen. Die nächste Supportkarte, die Obelisk auch mit den Tints jetzt auch bekommen hat, ist der zerbrechende Zerstörungsgott. Und diese Karte ist halt wirklich brutal, denn zum einen können die Aktivierung und die Effekte dieser Karte, beziehungsweise auch nur die Effekte dieser Karte, nicht annulliert werden. Was schon ziemlich mächtig ist, wenn der Gegner nichts gegen die Aktivierung oder die Effekte dieser Karte tun kann. Er kann zwar auf die Effekte per se erstmal andere Effekte anketten, solange sie die nicht versuchen wollen, die Effekte oder die Aktivierung dieser Karte zu annullieren. Dann anschließend dürfen wir mit dem zerbrechenden Zerstörungsgott einen Obelisk der Peiniger als Spezialbeschwörung von unserer Hand oder unserem Friedhof beschwören, was schon ziemlich gut ist, denn ein 4000er Monster mal ebenso für Lau als Spezialbeschwörung unser Spielfeld zu bringen, ist halt nicht ganz ohne. Zusätzlich bleibt das beschworene Monster von den Karteneffekten des Gegners für den Rest des Spielzuges unberührt, was schon ziemlich krass ist. Also man hat quasi freie Bahn mit einem 4000er Monster und kann quasi über alles drüber rennen. Aber die Karte hat noch einen weiteren Effekt. Denn sollten wir, solange wir ein Obelisk der Peiniger kontrollieren, zwei oder mehr Monster, die wir kontrollieren, gleichzeitig als Tribut anbieten, das ist beispielsweise bei dem Effekt von Obelisk der Fall, aber wir haben auch eine zweite Karte, die genau das gleiche tut, dann dürfen wir diese Karte in einer neuen Kette, ganz wichtig, das ist nämlich kein schneller Effekt, von unserem Friedhof verbannen. Und dann verbannen wir alle Monster im gegnerischen Friedhof und fügen ihm für jedes verbannte Monster 500 Punkte Schaden zu. Und gerade in einem Format, wo sehr viele Monster auch gerne mal sehr schnell auf den Friedhof gelegt werden, kann das schon mal sehr schmerzhaft für den Gegner sein, wenn er nicht in der Lage ist, doch seine Monster entsprechend aus dem Friedhof zu retten. Das können zwar die neuen Ishizu-Karten letzten Endes sehr gut, aber wenn gerade mal die passende Karte zur Verfügung steht und der Gegner einen sehr prall gefüllten Friedhof hat, dann kann dieser Effekt schon mal wirklich ordentlich Schaden drücken. Und wenn man noch in der Lage ist, mit dem Obelisken noch mal ein bisschen extra Schaden zu drücken, dann ist schon mal sehr schnell Schicht im Schacht beim Gegner. Also von daher eine sehr, sehr starke Karte, wie ich finde. Und deswegen spiele ich sie hier auch auf dreimal. Insbesondere, weil wir einfach die Option haben, einen Obelisk der Peiniger mal ebenso aus unserer Hand oder unserem Friedhof zu beschwören. Die zweite Karte, die wir schon ein bisschen länger haben, ist die Faust des Schicksals. Eine Karte, mit der wir den Effekt eines gegnerischen Monsters annullieren können, ist anschließend zerstören und zusätzlich noch die Effekte von diesem zerstörten Monster und allen Monstern mit dem gleichen Namen auch für den Rest des Spielzuges ausschalten. Das Gute hierbei ist, wir können sogar Monster ja annullieren und zerstören, die persönlich als Ziel für Effekte gewählt werden können, weil der Effekt dieser Karte zielt nicht. Das ist schon ziemlich gut. Hinzu kommt noch, wenn wir Faust des Schicksals auch noch während unserer Main oder generell während unserer Main-Phase aktivieren, dann dürfen wir zusätzlich noch alle Zauber- und Fallenkarten des Gegners zerstören, was dann auch sehr mächtig sein kann. Dadurch, dass wir aber eine sehr hohe Abhängigkeit davon haben, dass Obelisk der Peiniger auf dem Spielfeld liegt, spiele ich die Karte auch nur auf 2. Einige spielen die Karte durchaus auch auf 3. Hier muss man ein bisschen experimentieren, wie gut das Ganze dann auch mit einer höheren Ratio funktioniert. Als nächstes komme ich zu ein paar Konstanz und ein paar Standards, sag ich mal, Karten, die man immer mal spielen kann oder spielen sollte. Für ein bisschen mehr Konstanz spiele ich dreimal den Topf der Extravaganz. Kann man spielen, muss man aber nicht, denn das Extra-Deck ist in diesem Deck eher nicht ganz so wichtig. Vor allem der Vorteil ist, durch seinen Common-Reprint ist die Karte mittlerweile sogar sehr bezahlbar geworden. Das heißt, hier kann man auch durchaus die Karte in dreifacher Ausführung sich sehr einfach und günstig zulegen. Und man muss halt nur berücksichtigen, dass man die Karte halt zu Beginn der Main-Phase 1 aktivieren muss. Und ja, dann kann der Spaß eigentlich auch schon losgehen.
Zusätzlich für ein bisschen weitere Konstanz, die sich zwar vielleicht ein bisschen mit dem Topf der Extravaganz auch beißt, aber das ist mir ehrlich gesagt auch relativ egal, weil ich halt möglichst viele Optionen haben möchte, schnell an Karten zu kommen, ist der Topf der Begierden, den ich hier noch in zweifacher Ausführung spiele. Denn dadurch, dass ich halt die wichtigsten Schlüsselkarten in mehrfacher Ausführung in meinem Deck sowieso drin habe, um schnell an die entsprechenden Karten dran zu kommen, weil ich halt nicht ein so großes Suchspektrum wie bei dem geflügelten Drachen von Ra habe, habe ich mich dazu entschieden, den Topf der Begierden noch mit reinzunehmen, um noch mal schneller an mein benötigtes Material zu kommen. Kann man spielen, muss man nicht, ist halt so eine persönliche Geschmacksfrage. Dürft ihr dann letzten Endes für euch selbst entscheiden, ob ihr den auch noch spielen wollt oder lieber noch ein paar andere Konstanz- oder Schutzkarten spielen wollt, die dann euch nicht ganz so sehr wehtun potenziell. Dann eine sehr gute Karte, gerade für Monster mit Stufe 10 oder höher, ist der Hügel des gebundenen Schöpfers, die unsere hochstufigen Monster der Stufe 10 oder höher erstmal vor zielenden Effekten und vor der Zerstörung durch Karteneffekte schützt. Zusätzlich haben wir mit dem Hügel des gebundenen Schöpfers noch einen weiteren Bonuseffekt, denn wenn ein Monster der Stufe 10 oder höher ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört, dann verliert der Besitzer des zerstörten Monsters 1000 Lebenspunkte. Das ist schon ziemlich stark, insbesondere weil wir noch ein paar andere Karten haben, die auch mal ein bisschen Schaden drücken können. Da ist dieser 1000er Bonus gar nicht mal so verkehrt. Außerdem, sollte der Gegner es dann wagen, unseren Spielverzauber zu entsorgen, dürfen wir uns ein göttliches Monster von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Das heißt, wir haben sogar noch einen indirekten Sucher für unseren Obelisk, den Peiniger. Eine weitere Karte, die uns ein bisschen unterstützt bei unserer Strategie, ist die Karte Kartenverbesserung, im Englischen Card Advance. Denn sie hat zwei wesentliche Vorteile. Wenn wir diese Karte aktivieren, dürfen wir uns die obersten 5 Karten unseres Decks angucken und sie in beliebiger Reihenfolge zurücklegen, was beispielsweise dann sehr gut kommt, wenn wir auch auf andere Art und Weise noch Karten ziehen dürften. Das heißt, der Topf der Begierden und der Extravaganz fallen hier leider ein bisschen raus, beziehungsweise wir können uns ein bisschen Setup für den Topf der Extravaganz im nächsten Zug auch durchaus schaffen. Der wesentliche Bonus, aber den wir eigentlich haben wollten, ist den zusätzlichen Tributbeschwörungseffekt, den uns die Kartenverbesserung gibt. Das heißt, falls wir mal eine Normalbeschwörung benutzen, um beispielsweise den Ras-Schüler oder auch den kosmischen Kompass zu beschwören, haben wir hier die Möglichkeit, über Kartenverbesserung uns eine zusätzliche Tributbeschwörung zu holen, abseits von Seelenkreuzung, um so unseren ägyptischen Gott auf das Spielfeld zu bringen. Also von daher eine Karte, die ich halt sehr interessant und sehr stark finde, gerade in solchen tributlastigen Decks. Deswegen sollte man diese Karte nicht unbedingt verachten. Dann kommen wir zu so ein paar Standardkarten. Hier habe ich einmal die Wiedergeburt mit drin und einmal den Harpchen Flederwisch, einfach so als Präventivmaßnahme gegen Zauber- und Fallenkarten, die jetzt stören könnten. Und auch eine zusätzliche Option, um Obelisk, den Peiniger, von unserem Friedhof zu rufen. Dann kommen wir zu den Fallenkarten und hier fange ich mal mit dem metallisch reflektierenden Schleim an, den ich ja über meinen Reaktorschleim jederzeit von einem beliebigen Auslaufort aus der Verbandszone wieder zurück auf das Spielfeld bringen kann. Der wesentliche Vorteil hier ist, er ist eines der beiden Monster, mit dem wir unseren ägyptischen Götterschleim beschwören dürfen, da er die nötigen Voraussetzungen erfüllt. Aufgrund des aktuellen Formates, wenn man halt Angst hat, gegen Ishizu-Karten oder auch Tränklage zu spielen, kann es sich auch durchaus lohnen, einen zweiten metallisch reflektierenden Schleim zu spielen, denn gerade die Ishizu-Karten sind durchaus in der Lage, diese Karte wieder ins Deck zu mischen, was natürlich unserem Reaktorschleim erstmal egal wäre. Aber wenn wir auf andere Art und Weise unseren Schleim verlieren, weil er verbannt wird durch eine Dedicrea oder ähnliches, die ja durchaus auch im Sidedeck mal lauern kann, dann haben wir immer noch die Option, noch einen weiteren Schleim zu suchen und zu setzen. In den meisten Fällen sollte es aber durchaus ausreichen, den Schleim nur einmal zu spielen, solange ihr nicht mit einer Dedicrea oder ähnlichen verbannenden Karten wie Dimensionsverschieber rechnet, die dafür sorgen können, dass unser Schleim halt verbannt wird und nicht dann wieder für unseren Reaktorschleim erreichbar ist. Ja, dann kommen wir zu der nächsten Fallenkarte und die stellt auch direkten Support für Obelisk, den Peiniger, dar, nämlich Seelenenergie Max, die ich jetzt hier auch in dreifacher Ausführung drin spiele. Hier kann man sich beispielsweise auch überlegen, falls man halt nicht den Topf der Begierden spielen möchte, auch auf eine Karte wie törichte Begräbnisbeigaben zurückzugreifen, um sich die Karte auf den Friedhof zu legen. Denn die Karte hat zwei Effekte. Zum einen den Effekt, den ich halt auf dem Feld aktivieren kann, indem ich die Karte einfach aufdecke. Und hat diesen Friedhofseffekt. Mit dem Feldeffekt können wir einen Obelisk, der Peiniger, wenn wir den in unserer Monsterzone kontrollieren, dann können wir diese Karte aktivieren und dürfen dann bis zu zwei andere offene Monster als Tribut anbieten. Also wir müssen zwei andere Monster als Tribut anbieten, außer dem Obelisken, den wir halt kontrollieren müssen. Und zerstören dann so viele Monster des Gegners wie möglich und fügen ihm dann anschließend noch 4000 Punkte Schaden zu. Das bildet so tatsächlich auch diesen Effekt, den Obelisk der Peiniger auch im Anime hatte, beziehungsweise im Manga.
Und das ist halt schon ziemlich brutal, einfach dem Gegner mal die Hälfte seiner Lebenspunkte abknöpfen zu können, indem man einfach nur einen ägyptischen Gott und zwei weitere Monster kontrolliert. Und da hilft unsere Decke uns auch ziemlich schnell dabei, die benötigten Monster auf das Spielfeld zu bekommen. Während der Main- oder Battle-Phase haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, diese Karte von unserem Friedhof zu verbannen, um uns einen Obelisk der Peiniger von unserem Deck oder unserem Friedhof hinzuzufügen. Das heißt, wir haben jederzeit die Möglichkeit, einen Obelisken zu recyceln oder uns gezielt aus unserem Deck zu fischen. Was natürlich dafür sorgt, dass wir den zweiten Teil des Effektes nutzen können, sofern wir auch ausreichend Monster auf dem Spielfeld liegen haben. Denn nachdem wir uns den Obelisk der Peiniger gesucht haben, dürfen wir einen Obelisk der Peiniger als Normalbeschwörung beschwören, beziehungsweise als Tributbeschwörung in dem Fall. Das heißt, sollten wir, wenn wir diese Karte aus unserem Friedhof verbannen, um uns den Obelisk der Peiniger auf die Hand zu holen, noch drei Monster auf dem Spielfeld liegen haben, dürfen wir diesen Obelisken auch direkt beschwören, was schon ziemlich gut ist. Ohne Monster dürft ihr diesen Effekt natürlich nur so weit benutzen, dass ihr den Obelisk euch auf die Hand hinzufügt. Die Tributbeschwörung selber dürft ihr dann nicht mehr machen, wenn ihr keine drei Monster besitzt. Ja, dazu muss man dann, glaube ich, nicht mehr allzu viel sagen. Also 4000 Punkte Schaden und sich einen Obelisk jederzeit suchen zu dürfen, ist schon nicht ohne. Dann, last but not least, bei meinen Fallenkarten spiele ich noch einen guten alten Klassiker, zumindest einen persönlichen Klassiker, nämlich die stürmische Spiegelkraft in dreifacher Ausführung. Denn es kann mit diesem Deck durchaus mal sehr schnell passieren, dass man sich etwas, ja, sag ich mal, schwierigere Hände zusammenzieht, beziehungsweise nur nicht ganz so gute Karten bekommt. Und da ist so ein Notfallout in Form von stürmischer Spiegelkraft eine ziemlich hilfreiche Karte, um nochmal größere gegnerische Felder zu brechen, wenn er halt nicht mit solchen Karten rechnet. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Extra-Deck und wer mein Deckprofil zum Geflügelten Drachen von Ra verfolgt hat, der dürfte das Extra-Deck eigentlich kennen, denn ich habe effektiv 1:1 dieses Extra-Deck nochmal übernommen, da es in weiten Teilen ziemlich gut auch hier reinpasst. Man kann natürlich ein paar Sachen anders spielen, aber das ist dann wieder eure persönliche Geschmacksfrage. Den Anfang mache ich hier dreimal mit dem ägyptischen Götterschleim, einfach als weiteres Medium, um unseren ägyptischen Gott zu beschwören, denn der ägyptische Götterschleim darf auch als drei Monster für die Tributbeschwörung eines ägyptischen Göttermonsters herhalten. Und da wir ihn halt relativ einfach beschwören können über unseren Wächterschleim oder den metallisch reflektierenden Schleim, haben wir hier eine sehr starke Karte, die auch sonst auch per se als sehr gutes Angriffsmonster fungieren kann. Dann, weil wir die Möglichkeit haben, auch ein paar Stufe 10er Monster auf das Spielfeld zu bringen, ist es natürlich auch eigentlich schon fast gesetzt, dass man auch ein paar Züge mit in das Extra-Deck halt reinpackt, wenn man den Platz dafür nicht benötigt. Deswegen hat man Superkanonen-Panzerzug hier an meiner Stelle zum Beispiel, zusammen mit dreimal Superkanonen-Panzerzug Juggernaut Liebe. Also wer da dem Gegner ein bisschen Liebe schenken möchte, hier habt ihr dieses optimale Pärchen dafür. Ansonsten als gute 10er-Option kann man noch den Nummer 35 gefräßige Tarantel mit reinnehmen. Macht besonders viel Spaß, wenn man noch den Obelisk der Peiniger auf dem Feld liegen hat und es einen sehr hohen Lebenspunkteunterschied zwischen euren und den gegnerischen Lebenspunkten gibt, weil dann gibt euer Obelisk noch extra Schaden, wenn er dann angreifen sollte. Ja, und wo viele Exis-Monster gespielt werden, kann man optional, wenn man halt möchte, noch einmal göttliches Arsenal Doppel-Azeus Himmelsdonner spielen. Muss nicht sein. Ihr könnt auch alternativ auch ein paar andere Link-Optionen beispielsweise mit ergänzen, falls ihr dann ein bisschen mit dem kosmischen Kompass spielen wollt. Hier habe ich als Beispiel einmal den Albtraum Ritter Phönix, um nochmal problematische Zauber- und Fallenkarten loszuwerden. Falls der Gegner doch nur sehr hohe Defensive aufgebaut hat, kann man mit dem Pentest-Käfer hier nochmal dafür sorgen, dass er trotzdem ein bisschen Schaden kassiert. Und weil wir mit unseren Schleimkarten auch ein paar Wassermonster durchaus zur Verfügung liegen haben, habe ich noch einmal Eria, die Wasserverzauberin in Sanft, die gerade gegen das Sprite-Matchup durchaus mal interessant werden könnte oder andere wasserlastigen Decks. Und last but not least habe ich noch einmal den Albtraumritter Einhorn, um nochmal problematische Karten loszuwerden für den Preis einer Handkarte. Ja, das wäre dann mein Deckprofil rund um den ägyptischen Gott Obelisk der Peiniger. Jetzt würde mich mal interessieren, was haltet ihr denn von diesem Deckprofil? Habt ihr vielleicht noch andere Ideen und Vorschläge, was man an dem Deck noch anpassen könnte? Habt ihr noch andere Ideen, welche Karten sehr gut mit diesem Deck harmonieren? Schreibt mal ein paar nette Kommentare unter dieses Video. Ich freue mich über jeden Beitrag von eurer Seite. Falls euch das Deckprofil gefallen hat, lasst doch mal gerne ein Like da und natürlich das Abo nicht vergessen, um keines unserer Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Mal wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen.